Man wird allerdings auch sehr schnell, Gregor, in den großen Topf, weil es einige gerne machen und weil sie einem gerne sozusagen den Stempel draufdrücken, in den Topf der Lobbyisten geschmissen. Wenn man einmal bei mir, ich kann das ja aus eigener Erfahrung sagen, wenn man, ich bin nun wirklich kein Lobbyist und werde aber als solcher munter bezeichnet, weil ich einmal in 12 Jahren nach meinem Rücktritt aus der Politik zu meiner ehemaligen Chefin Angela Merkel gegangen bin, weil damals eine Firma von mir ein dann sich als sehr kriminell herausgestelltes Unternehmen, nämlich Wirecard, in einer Einzelfrage beraten hatte. Da ging es darum, die wollten eine Firma in China akquirieren, kaufen, und wir haben sie in dieser Einzelfrage beraten. Und ich bin damals zur Bundeskanzlerin, hatte ohnehin einen Termin bei ihr, Also du wo hast es gar nicht darum sozusagen ging. als Anwalt sie beraten, oder? Nein, mit einer sozusagen als Unternehmensberater. Und ich auch gar nicht selber, sondern das hat die Firma gemacht gehabt. Und ich habe davon aber erfahren und habe gesagt, Moment, Moment, es handelt sich hier um ein DAX-Unternehmen, hatte damals keine Ahnung, wie es um diese Firma steht und was die für Machenschaften da, wie viele andere ja, oder wie nahezu alle anderen ja auch, überhaupt keinen blassen Schimmer gehabt, was da für kriminelle Energie dahinter steckte. Und hatte ohnehin einen Termin bei der Bundeskanzlerin, habe gesagt, mir gesagt, Moment, Moment, hier ist ein deutsches DAX-Unternehmen, damals noch DAX 30, die eine chinesische Firma kaufen wollen. Das hat geopolitische Relevanz und darüber sollte die Regierung Bescheid wissen. Und davon bin ich bis heute überzeugt, das würde ich heute wieder genauso machen. Und dann habe ich das der Bundeskanzlerin gesagt. Sie hatte mir gesagt, ich möchte doch bitte die Information auch noch weitergeben an das Bundeskanzleramt. Und das ist dann, als diese ganze Wirecard-Geschichte dann in die Luft ging, ist natürlich auch richtigerweise, so soll es ja auch sein, dieser Austausch mit dem Bundeskanzleramt ist dann auch an die Öffentlichkeit gekommen. Worauf ich seitdem als Lobbyist bezeichnet werde. Meine Berufsbezeichnung Lobbyist ist für viele, weil ich einmal in 12 Jahren diese Information an die Bundeskanzlerin weitergegeben habe. Also, das ist, wenn man, so wie man heute Neudeutsch sagt, absoluter Bullshit. Und es ist auch eine Tätigkeit, die ich gar nicht kann in dem Sinne und auch gar nicht will. Und ich habe mich auch dafür nie bezahlen lassen. Aber es ist interessant, so schnell ist der Stempel drauf. Wenn man jemandem was mitgeben will, bezeichnet man ihn ganz gerne noch als Lobbyist. Ich sehe es mittlerweile mit Humor, aber es hat mir immerhin 9 Stunden Untersuchungsausschuss eingebracht. Du wurdest 9 Stunden lang vernommen? 9 Stunden lang vernommen. Das grenzt schon an Artikel 1 des Grundgesetzes. Ich weiß nicht, Ja, ob man kann nach ich nur 9 Stunden zustimmen. noch fähig ist. Gysi gegen Gutenberg.